gucken. DJ, DJ, ja, jetzt drei Stück lang. Zehn Richtung. Hat er sich auch stark verbessert, während natürlich, und man sieht das an dem einen oder anderen Ball, wo der Alex einfach ein Schrittchen zu langsam ist, ein Millisekündchen zu langsam. Und dann einen Ball, der er eigentlich liegt und er früher verwandelt hat, im letzten Moment doch schupfen muss und dann liegt er auf und es schlägt an. Das stimmt, ihr könnt euch ja die Videos dementsprechend kritisch anschauen. Natürlich spielt er immer noch ein ganz grandioses Tischtennis. Ist immer noch eine ganz wichtige Figur für die Hildenpolsteiner.